das Ende der Lustlosigkeit. Ein Wiener Sexualtherapeut hat ein Trainingsgerät für den perfekten Orgasmus entwickelt. Dazu kommt noch eine Studie, die vor kurzem in Österreich und Deutschland veröffentlicht wurde, nach der mindestens ein Drittel aller Frauen irgendwann im Leben sexuelle Probleme haben, Orgasmusprobleme, Lustlosigkeit, Erregungsstörungen. Der Wiener Sexualtherapeut Karl Stifter hat jetzt ein eigenes Trainingsgerät entwickelt, das Frauen dabei helfen soll, den optimalen Orgasmus zu empfinden und vor allem damit auch diesem Thema wieder im Leben lustvoll Bedeutung zu geben. Die bekannteste heimische Sterndeuterin steht dazu, dass sie mit ihrem Leben ohne Sex zufrieden ist. Nach zwei Ehen und ebenso vielen Scheidungen würde die 62-Jährige eine neue Partnerschaft auch ohne körperliche Beziehung eingehen. Gerda Rogers meint, im Namen vieler Frauen zu sprechen. Und ich finde, dass die meisten Frauen es teilweise wirklich unter Zwang tun, weil es halt dazu gehört und sie auch sehr viel Angst haben, wenn sie nicht diesen sexuellen Wünschen des Mannes, des Freundes nachkommen, dass sie dann schnell ausgetauscht werden. Nicht alle Frauen sind dieser Meinung. Lustlosigkeit, das ist ganz schlimm, ja. Also wenn man lustlos ist, würde ich behaupten, ist tragisch. Hermine, Sabine und Anneliese sind drei ganz unterschiedliche, sexuell aktive Frauen, die eines gemeinsam haben. Sie wollen in ihrem Leben nicht auf Lust und Sexualität verzichten. Wenn ich in einer Beziehung bin, ist mir Sex sehr wichtig und da will ich guten Sex haben und auch einen Orgasmus. Solange ich vital bin und mich bewegen kann und Lust am Leben habe, habe ich auch Lust am Sex. Also kann man es eigentlich nicht vorstellen. Bei der ganzen Diskussion um die Sexualität wird immer auf die Qualität vergessen, um welchen Sex es sich eigentlich handelt. Wenn der Sex wirklich tief befriedigend, beglückend und orgiastisch ist, will niemand darauf verzichten, außer er hat einen ganz bestimmten Grund dazu und wird gezwungen dazu. Und auf den öden Pflichtsex können wir, glaube ich, alle gern verzichten. Nun, wie wichtig ist also Sex und was kann man für ein erfülltes Sexualleben tun? Ich begrüße im Studio ganz herzlich Sexualtherapeut Dr. Karl Stifter. Sie sagen, dass nun auch ein großer Bereich der ist, dass manche Frauen den Orgasmus nicht optimal empfinden und da haben Sie ein eigenes Gerät entwickelt. Es gibt ja viele Gründe, warum man keine Lust mehr auf Sexualität hat. Nur ein Aspekt davon ist, dass die Empfindung einfach nicht intensiv genug ist. Aber eine ganz einfache Sache, die noch dazu gesund ist und auch als Prävention gegen Harninkontinenz hilfreich ist, ist, wenn man den Beckenboden trainiert. Viele Frauen gehen in Fitnessstudios, um dort etwas vorzufinden, nämlich einen elastischen Widerstand, den sie mit Muskelkraft überwinden können, bis nicht mehr geht, dann eine Pause machen und wiederholen. Und das kann nun dieses Gerät? Das kann dieses Gerät und liefert genau jenen elastischen Widerstand, den man zum schnellen Muskelaufbau braucht. Und zusätzlich hat es etwas, was sehr, sehr wesentlich ist, nämlich diesen Indikatorstab. Wenn man richtig anspannt, dann senkt sich dieser Stab und wenn man entspannt geht, dann wird er wieder höher.